Lieber nicht, machen wir einen Bogen. Und jetzt hier will ich natürlich auch keine Zombies ausräuchern, auf keinen Fall. Oh ja, da oben. Da können wir gleich mal eben hin. Lasse ich erstmal da drin. So, jetzt darf hier natürlich kein Bär sein. Aber da oben der Firewatch-Turm. Dahinter ist dann der Bauernhof. Bloß da waren auch immer Bären, ne? Richtung Berg. Also, das wird bestimmt lustig. Na, kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie schafft man das schon. Nützt ja nichts. Wir können ja jetzt gerade nichts anderes machen. Da ist der Bauernhof. Aber ich will erstmal eben hier gucken. Entschuldigung. Ja, danke. Oh, großartig. Hallo. Ach, sehr schön. Das heißt, wir können Bärenjagd gehen. Halt, was war das? Chair. Ach so. Ist nichts drin. Oh, Beefcan, großartig. Ich weiß gar nicht, ob man inzwischen die Tabletten braucht. Ah, sei herzlich willkommen, Inventory Slots. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Da waren, glaube ich, mindestens zwei Bären, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sieht schon wieder riesig aus. Ne, 9.42 Uhr. Komm, wir rennen zum Bauernhof. Aber wir haben jetzt auch noch... ich habe aber nicht ganz so viel Muni dafür. Warte, das ist jetzt etwa 6. Ne, etwa 5. Laden durch. Aber nur für Notfälle. Also die schroten mich am liebsten für die Bären. Und die Zombies würde ich ja am liebsten mit der Axt. Aber ich meine, hier hinter wäre auch ein Bär gewesen. Ein bisschen horchen. In der Hoffnung, ihn rechtzeitig zu hören. Wie viel sind da drin? 4, 5? Irgendwie sowas, ne? Meine ich jedenfalls. Schade. Wir brauchen schon eine Crowbar, um hier reinzukommen. Sonst hätte ich gedacht, wir könnten uns hier noch eine craften. Ja, nützt ja nichts. Dann pullen wir mal unsere Freunde hier raus. So, kommt. Da kommt einer. Salz und Zucker. Geht noch. Oh Gott sei Dank. Eine Kartoffel. Kann man das eigentlich inzwischen anpflanzen? Ich habe keine Bandage mit, ne? Ich bin ja eher so ein Spezi. Einer ist noch da. Dann sind es 5. Oh. Noch einer.
Okay. Oh, ich hätte die ganz gerne vorher raus. Schmatzt nicht so laut, sonst hört er uns. Ich gehe da ungern rein, wenn die noch hier drin sind. Ist das der, der direkt da vor der Tür steht? Oh, wir haben so viel Glück gehabt. Oh, Gott sei Dank. Ich habe keine Bandage dabei. Das habe ich total vergessen. Da schwebt eine Jeans. Hallo, Bandage. Boos. Ja, ich nehme es erstmal mit. Zur Not lasse ich was fallen. Also wichtig sind jetzt andere Sachen, ne? Ja, Zucker eigentlich auch noch nicht so. Matches auf keinen Fall im Moment. Was zu essen? Muni. Ja, solange es noch Stack, können wir es mitnehmen. Sonst packe ich es ins Auto draußen hin. Salz, ja. Komponenten, sowas ist wichtig. Aber war hier nicht auch noch ein. Oh, sehr schön. Ja, passt nur nicht. Warte, warte, warte. Mehr geht nicht, ne? Großartig. Racks sind da auch eher unwichtig. Aber solange es noch stackt, nehme ich es mit. Ja, toll. Oh, das mit der Crowbar, das ärgert mich megamäßig. Das ist total ärgerlich. Nee, warte mal. Ich nehme die Sachen, die ich brauche, mache ich da rein. Und die ich nicht brauche. Jetzt weiß ich gar nicht, wie schnell die neu spawnen. Weil ich würde dann sonst echt gerne dann nochmal hierher kommen und war es gerade Blut? Anscheinend irgendwie durch diese Spur hier gezogen, ne? Damit wir dann nochmal den Raum öffnen können. Oh, noch besser. Teilweise blendet das Licht aber auch. Die war auch zu, ne? Die Tür. Es hat sich nicht immer alles so gelohnt, was dahinter ist. Aber, ist leer, aber da ist. Na toll. Komme ich nicht ran. Und da auch nicht. Sag mal, ist die Kartoffel schon fast wieder gespoilt? Ah nee, weil sie roh ist. Okay. Ah, warum kann man nicht mit roher Gewalt hier rein? Okay, warte, warte, warte.
Das heißt, wir nehmen den anderen Kram auch noch mit raus. Dann ist das zur Not nicht ganz so schlimm. Ah, ich meine, dann klären wir das nochmal. Aber ich darf dann das nächste Mal keine Bandage vergessen. Das ist doof. Ja, das geht nicht. Ja, wir müssen... nochmal hierher kommen. So, nehmen wir die Flasche mit und den Zucker können wir in die Flasche und dann können wir. Wo war der Zucker? War noch irgendwo Zucker drin. Da. So, der kann jetzt wieder stacken. Okay, worauf kann ich am ehesten verzichten? Was brauchen wir? Ach, die olle Kartoffel, ganz ehrlich. Das ist... Nee, Salz ist wichtiger. So. An die Kartoffel ist eher unwichtig. Das schaffen wir momentan sowieso noch nicht. Und Boost können wir auch noch nicht machen. Oh, guck mal, haben wir noch einen Platz frei. Dann nehme ich natürlich das Essen mit. Gut. Ja. Eine Crowbar. Können wir schmelzen. Daraus kriegen wir Komponenten. Okay. Metal Scraps. Gears kosten uns 4 Metal Ingots. Oh, das American Eagle. Wir brauchen eine Schmiede zu Hause. Ich will hier nicht immer hin müssen. Sicherlich ist es einfacher, aber... So, wo ist mein Erzfeind? Wo war der noch gleich? Da. Ja, ich wage es nochmal, weil da haben bis jetzt mal sehr gute Sachen gelegen. Aber nachdem ich das letzte Mal tot gewesen bin, vielleicht sollte ich vorher einmal abspeichern. Das wäre eine gute Idee. Ich speichere mal eben einmal ab. So, mein Erzfeind, der Wasserturm. Boah, ich hasse es immer noch, hier oben lang zu laufen. Oh, und diesmal ist hier gar nichts. Wie gemein. Okay, dann kann ich dann nochmal den Abstieg üben. Vorsichtig, vorsichtig. Das letzte Mal ist er so runtergeschossen. Gut. Okay. Ja, ach, das ist jetzt ärgerlich. Was mache ich denn jetzt am besten? Was habe ich denn? Ah, die Metal Scraps brauche ich auch schon alle, oder? Oder lasse ich gleich was hier und schmelze es ein? Also richtig gut als Waffe ist natürlich das American Eagle, ne? Machen wir uns nichts vor. Mortar und Pestle brauche ich auch noch. Warte mal, kann ich das nicht so machen hier? Und wie lange würde das dauern? Wir können natürlich den gleichen Weg wieder zurücklaufen mit der Tasche. Mortar und Pestle. Da. Oh, 8 Steine. Ich schmelze das jetzt mal eben ein, weil wir brauchen die Metal Ingots definitiv. Und Scraps finden wir schon noch. 8 Steine brauche ich jetzt. Kriege ich jetzt mal eben hier 8 Steine zusammen, damit ich mir mal eben schon mal Mortar und Pestle basteln kann. Dann habe ich das nicht wenigstens schon mal. Ja, natürlich bin ich jetzt hier keine Steine. Hat
Natürlich sind jetzt hier auf einmal keine Steine. Und da ist der Bär. Ich wusste es doch. Wir könnten das Spielzeug hier abbauen. Dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal Metal-Dings. Aber es dauert auch so Ewigkeiten, ne? Kann man das gar nicht mehr abbauen? Nee. Das ist ein Ding. Das war mal möglich. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hier ist auch nichts, ne? Das ist einfach nur... ohne Funktion. Na gut. Das geht auch nicht. Ja, das ist jetzt Quatsch. Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen und die Entscheidung lautet ganz einfach: Nimm die Tasche und dann gehen wir den gleichen Weg nach Hause zurück. Ne? Wir haben immerhin eine Schrot. Und da müssen wir uns dringendst... Wir haben hier Metal Ingots, die einen Dingsen. Ich kann Steine mitnehmen. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen Stamina sieht gut aus. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt der Nebel kommen könnte. Gehen wir den gleichen Weg wieder zurück. Wir brauchen Steine, damit wir Mortar und Pestle hier eben basteln können. Holen uns unsere Metal Ingots und dann nehmen wir auf jeden Fall basteln wir uns zu Hause eine Crowbar, dass wir es endlich öffnen können. So machen wir das. Jetzt sind hier überall Steine, ne? Klar. So. Auf dem schnellsten Weg, falls es jetzt neblig wird. Da sind die Hütten wieder. Wasser vorbei. So. Da sind wir so ratzfatz hin von hier aus gesehen. Das machen wir jetzt immer so. Und dann hätten wir noch das Motel. Bloß da die Zombies rauszukriegen, das ist so nervig. Da habe ich meistens, also da müssen wir mindestens ein, zwei Bandagen mitnehmen. Und die darf ich grundsätzlich nicht mehr vergessen, wenn wir sowas machen. Weil sonst verblute ich. Oh, warte mal, Bea. Machen wir die von hier aus. Und dann... wäre es auch schön, wenn wir das Auto bald hätten. Damit wir unsere Lootausflüge erweitern können. Wir könnten auch... wobei, das würde ich ganz gerne nach dem Nebel machen. Wir könnten sonst auch uns einen Bären holen. Die Möglichkeit besteht auch noch. Wenn ich genügend Muni habe, könnte ich auch übermütig werden und die erste Geisel befreien. So, alles klar. Ich guck mal, jetzt brauche ich bestimmt Scraps dafür, ne? Für die Crowbar. Jo, 6 Stück. Hey. 2 habe ich noch. So, und die Bandagen gehe ich jetzt, glaube ich, nirgendwo mehr hin. Das habe ich nämlich komplett vergessen, dass wir dann ja auch so verletzt werden können, dass wir bluten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Essen gefunden. Das ist ganz, ganz großartig. Ich brauche den Kram Zucker. Salz war hier unten, aber wo waren das jetzt? Ne, war das hier? Da. Das packen wir mal zusammen beim Zucker rein. Dann finde ich das wenigstens wieder. So, die Schrot hatte ich ja durchgeladen, ne? Da ist jetzt alles drin, was geht. Gut. Ja, die 6 lasse ich mir mal. Die können wir wegpacken.
Das zweite Messer können wir erstmal wegpacken. Die Bandagen brauche ich. Ich nehme am besten noch eine mit. Die Matches können hier rein. Das Duct Tape kann da rein. Das kann hier rein. Die Flaschen können erstmal hier rein. Die Racks können da rein. Zack. Warte, Split One. So, gehe ich mit zwei Bandagen aus dem Haus. Die Painkiller können hier rein. Gut. Das Einzige, wo ich jetzt noch mal eben hier was finden könnte, wäre hier vorne an den Autos noch mal. Wir brauchen Metal Scraps, sonst kann ich mir keine Crowbar basteln. Knarz, knarz, sagt der Stuhl. Hier war ich noch gar nicht weiter drin, ne? Weil es gestern dann zu dunkel wurde. Und hier hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Das klingt weniger wie eine Feststellung als wie eine Frage bei mir. So, hier hatte ich schon geguckt, ne? Ja, solange ich das Inventar so frei habe, kann ich das nicht mitnehmen, das Zeug. Ist nichts drin. Da ist noch eine Dings. Flasche. Die Anlage können wir nicht gebrauchen. Noch eine Flasche. Ah, Komponenten. Sonst muss ich echt Autos zerlegen. Oh, noch ein Reifen. Sehr schön. Aber ohne Ersatzreifen werde ich, glaube ich, nicht losfahren. Und uns fehlt ja auch noch eine vernünftige Zündkerze. War hier nicht immer ein... Ah, guck mal, Ersatzreifen. War hier nicht immer ein, Pfeil? Eine Flasche. Okay. Hier ist er. Ja, genau. Wir sollten aus dem Zeug... Oh, sehr gut. Wir sollten aus dem Zeug dringendst vielleicht ein Gear machen, ne? Wenn wir die Metal Ingots eingeschmolzen haben. Da steht ein Hammer. Okay. Haben wir aber genügend. Ich lasse es erstmal liegen. Das müllt mir sonst alles voll. Ich glaube, und hier war nicht wirklich mehr was, ne? Naja, doch, noch ein Verband und eine leere Flasche, immerhin. Und die Koffer könnten wir natürlich auch mitnehmen, ne? Das ist natürlich ganz praktisch. Um noch Sachen unterzubringen. So, warte mal, an den können wir auch noch ran. Und dann kommen wir langsam den Banditen sonst zu nah. Und ich möchte so spät wie möglich mit denen... Das Haus da oben war auch lohnenswert. Ah, guck mal. Ja, komm. ,97. Ist nicht viel. Na, Moment. Warte, habe ich was dabei? Ja, komm. Wenn wir ein Banditenlager überfallen, dann würde ich, glaube ich, erst das hier hinterm Hügel nehmen. Und ich hoffe, Kartoffel. Großartig. Und ich hoffe, dass da kein Sniper ist. Oh, schön wäre es, wenn man die anlocken könnte, ne?
Geräusche oder sowas. Aber die lassen sich, glaube ich, nicht davon anlocken, weil ich mag da ungern reingehen. Aber ich brauche was zu essen. Also andererseits... Komponenten und... Das steht auch da, Mensch. Warum kann der jetzt nicht mal eben herkommen? Da ist noch einer. Nein, bin ich jetzt echt tot?